Jo Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Wir machen mal weiter mit 6-Sterne-Quests im Hub Lektion mit dem Langschwert Zinogre und Mitsuzune. Ich vermute mal dafür. Ja, für den einen ist meine Donnerwaffe schon geeignet, für den anderen eher nicht. Wenn ich zwischendurch nicht wechseln will, muss ich da auf jeden Fall mal einen guten Kompromiss finden. Genau, Donner ist bei ihm erwartungsgemäß ganz gut, Explosion auch. Zinogre auch Explosion, Donner gar nicht. Meine Explosionswaffe ist nicht die geilste, aber was soll's, wenn ich zwischendurch nicht wechseln will. Genau, das ist Stufe 3, die anderen sind jeweils 4 und 5. Nee, ich glaube, ich werde doch Profi meine Waffe wechseln. Also die Explosionswaffen, die machen einfach zu wenig Base Damage. Da bin ich auch mal gespannt, wann es mit denen weitergeht. So, wir nehmen erstmal alles an Honig mit, was hier drin ist. Buddyfeilschen ist soweit noch aktiv. Machen wir mal, verlängern wir schon mal. Falls wir es mal 1, 2, 3 Quests lang vergessen, sind wir da schon mal vorbereitet. Gut. Dann essen wir mal eine Runde. Und Arztpfoten scharf schützen. Habe ich schon mein Objektset aufgefrischt? Nee, ne? Ja, so sieht's viel besser aus. Und los geht's. Mitsuzune und Zinogre. Mal gucken, welches Monster wir als erstes machen. Ob sie beide direkt da sind, was am nächsten ist. Und dann muss ich nochmal mich um die Waffenfrage kümmern. Also, ich hätte auch mal den Questtext lesen können. Aber egal, es ist von unserem Meister Utsugushi, oder wie der heißt, so eine Waffenquest. Zinogre ist direkt da. So, Zinogre Donner natürlich gar nicht. Drache ist eher, ja gut, machen wir den Zinogre mit unserer Explosionswaffe und danach wechseln wir auf die Donnerwaffe, wenn wir den Zinogre hinter uns haben. Der sich ganz im Norden irgendwo befindet. Dann nehmen wir doch lieber mal die Schnellreisefunktion. So. Ein paar Vögelchen sind hier. Nehmen wir die doch gerne mal mit. Leider keine Lebensvögelchen. Aber auch das hier ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. So, Sigi Soggi. Hier treibt er sich rum, der Gute. Und einmal direkt über den Schwanz abgerollt. Das mag er mit Sicherheit super gerne. Okay, wenn ich einen Seilkäfer reingehauen habe, muss ich auf jeden Fall einmal mit dem Ausweichmove mich ranzischen. Das habe ich ja sonst immer mit meinem Arm-Move gemacht. Den habe ich jetzt hier natürlich nicht mit dem Luft-Move-Set. Genau, jetzt einmal ran da und dann kriegen wir einen mit. Mann! Das hat ihn auf jeden Fall zurückschrecken lassen. Oh, ich sehe auch nichts. Dann kriegst du nochmal das Ding in dein Beinchen. Und jetzt ist er wütend, der Gute? Nee, noch nicht so richtig. Aber wow, das war knapp gewesen. Und hier kriege ich irgendwas ab. Ja, das war zu erwarten. Taste of that!
So, ich hätte den Eindruck, langsam müsste man mal aufsteigen können. Ich nehme mir auf jeden Fall nochmal hier den Seilkäfer mit. Und er haut ab. Ja gut, kann man mal machen. Warum sind hier eigentlich nirgendwo Lebenskäferchen? So, ich sehe schon seine Funken hier rumfliegen. Wo ist er? Wir nehmen auf jeden Fall mal den Lebenskäfer mit. Danke. Ach so, er ist hier hinter dem Baumstamm. Na gut. Bin ich geflogen? Ich sehe es überhaupt nicht. Also so ganz langsam könnte er mal reitbar sein, ja? Aber auch nur langsam. Also ist jetzt kein Stress oder so. Wie gesagt, ist überhaupt kein Stress. Mach du mal. Ich sterbe. Ah, mit so einem wütenden Zinogre ist nicht zu spaßen. Haben wir hier noch irgendwo ein Seilkäferchen? Ja. Es wäre schon cool, wenn wir ihn viermal irgendwo hinschicken könnten. Oh, voll reingezischt da. Here it comes. Your time for. Boah. Aber er will sich nicht reiten lassen. You're my best pal. Ah, mit diesem Flugmove katapultiert man sich auch zu einfach drüber. Komm. Mach doch noch ein paar komische Aufstampfschritte. Geht das? Now I'm getting angry. Let's have some fun. Ey, unfassbar. Have a taste of that. Okay, dreimal vorbeigepiekst jetzt wieder in der Zwischenzeit. Oh. Naja, ich glaube nicht, dass wir ihn viermal vor irgendeine Wand schicken. Zumal ich schon wieder da. Unfassbar. Ich glaube, er ist echt Spider-Man, ja? Oder er lebt in der Matrix und kann alle meine Moves voraussehen. Das kann natürlich auch sein. Jeglicher Luftangriff ist zum Scheitern verurteilt bei ihm. Oh, danke für die Heilung, Kätzchen. Wenigstens einer passt hier auf. Und ich werde nur überrannt, ey. Von einer Ecke in die nächste. Boah, gestunt. Boah, hab ich ein Glück gehabt. Das hätte mal wieder saftig ins Auge gehen können. Ey, sag mal. Wie kann man nicht einmal seinen fucking Seilbinder draufkriegen und schon wieder 8 Tränke durch haben? Langsam kotzt mich dieser Zinogre doch ein bisschen an, muss ich sagen. So, noch ein Heiltrank. Ja, man muss sich vor dem auch einfach mal ein paar mehr grüne Käferchen einsammeln. Das hilft enorm. Und ich bin hier immer noch nicht geritten, ja? Unfassbar. Jedes Mal, wenn ich hier in der Luft rumwirbel, werde ich irgendwie rausgeholt. Ungefähr der 20. Seilbinder auf ihn drauf. Aber macht alles nichts, Zinogre. Ist schon okay. Ach, jetzt können wir nicht endlich reiten. Okay, es hat ja gar nicht lange gedauert. Was freue ich mich auf den Mitsuzune? Das wird doch... Und hier ist keine Wand in der Nähe. Boah, ich kotze ab, echt.
zuck doch noch ein paar Mal zurück, mein Freund. Ich muss gleich dringend neue Heiltränke holen. Ich glaube, das machen wir auch mal eben, Leute. Und wir könnten auch direkt mal nochmal eine normale Falle mitnehmen, weil Schockfallen sind bei ihm ja immer so ein bisschen kritisch. So, wo sind unsere Fallen? Ich suche sie jedes Mal. Beruhigungsbombe, da war doch die Falle immer nicht so weit entfernt gewesen, oder? Ach, da unten. So, eine normale Falle für den Sinogre. Und eine eventuell für den Mitsuzune. So, jetzt ist der Sinogre auch gar nicht so weit von hier weg. Da müssen wir gar nicht über das andere Zwischenlager gehen. Ah, leider nur ein gelbes Vögelchen. Also ich mag eigentlich die grünen Vögelchen mittlerweile am liebsten, ja. Vorher waren es ja die roten gewesen. Aber mittlerweile sind es doch eindeutig die grünen, so wie dieses hier. Jetzt müssen wir einmal hier rauf. Ja, wo wir gerade hier sind. Ah ne, ich muss eh hierher. Ah. Warum bilde ich mir ein, er könnte mal ganz kurz stillhalten? Und schon wieder gestunt und bei Zero Leben. Jetzt, ja. Das war so klar, dass das passieren wird. Ich sehe auch hier in diesem Dschungel nichts, ne? Hier stehen viel zu viele Bäume und was weiß ich was alles rum. Time for revenge. Ja, time for revenge. Ernsthaft. Ach, jetzt hätte ich hier sogar Rationen aus der Truhe eingepackt gehabt. Und nutze sie nicht. Was bin ich für ein Noob, Leute? Wie kann man sich gegen einen Sinogre immer so anstellen wie eine Sissy, ey? Das gibt's überhaupt nicht. Jetzt gönne ich mir dieses Käferchen hier auch noch. So. Und er macht die Biege. Wir kommen an. Er macht die Biege. So muss das sein. Aber Gott sei Dank nicht allzu weit, oder? Nee, er rennt noch weiter. Junge! Bleib doch mal stehen! Ich renn rein, er weicht zurück. Und verpasst mir direkt richtig eine. Und schon wieder tot. Okay. Jetzt sollte ich ein bisschen defensiver reingehen in die ganze Geschichte. Und Mitsuzune kommt auch noch. Aber gut, Mitsuzune ist relativ harmlos. Aber mit 50% Leben sollte ich mich jetzt nicht mehr dem Sinogre gegenüberstellen. Scheiße, Leute. Ernsthaft. Ey, wie schnell man auch immer bei ihm gestunt ist wegen dem scheiß Donner-Debuff und so eine Geschichte, ne? Ey, unfassbar. So, Sinogre, jetzt werde ich dir Respekt einflößen. Da kannst du mal einen drauf lassen, aber mächtig. Now I'm getting angry. Oh, hast du das gemerkt, wie ich über deinen Rücken gerollt bin? Na klar, ist er instant wieder aus seinem Move raus. Okay, ich muss mich heilen. Und zwar schnell. Diese Waffe macht auch einfach zu wenig Schaden.
okay. Ja, ja, den Demon Dance. Das war mein Problem. So, aber so einen super fitten Eindruck macht er gerade nicht mehr. Autsch. Okay, Heilung. Das geht gerade nicht mehr anders. Vor allem gegen den fucking Zinogre hier. Was ist los mit dir, Zinogre? So, bevor die Ausdauer weg ist, wollen wir nochmal einen Dance hier durchdrücken. Dann machen wir hier mal so einen semi-professionellen Dance. Okay, er haut wieder ab. Das ist beruhigend, immerhin. Scheiße, Leute. Ich habe ein bisschen Bammel, dass wir diesen Kampf überhaupt noch richtig zu Ende bringen können. So, bei sternklarer Nacht wird er sich wieder hier den Himmel angucken, oder wie? Nicht mit mir, mein Freund. Ah, ich wollte noch weg. Und das ist eigentlich schon wieder zu scheiße. Na gut, das war ein bisschen übertrieben, glaube ich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hoppla. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott sei Dank. Heilung. Heilung, aber sowas von. Er muss nochmal wütend werden. Das macht mir Angst. Aber sowas von. Wow. So, Zinogre, was ist denn hier mal mit Fangbereitschaft? Und einmal über den kompletten Körper inklusive Schwanz drüber. Aber irgendwie sind wir hier gerade nicht so... Okay, willst du mal wieder hier raufkommen, Zinogre? Das würde ich begrüßen. Oh. Scheiße. Blitz-Debuff drauf. Das kann schnell zum Stun führen. You're my best pal. So, er wäre fangbereit. Wo ist diese Falle? Au, au, au. Na. Boah, kotzt sowas an, ja. Ja, das bringt jetzt wohl auch nichts mehr, ne?
Scheiße. Ich glaube, er war in der Falle, ey. Ich kack ab. Ich könnte jetzt noch eine holen. Ich glaube, ich mache es auch, Leute. Kein Bock auf dieses Risiko. Ich gehe mal davon aus, er hat sich jetzt eh schlafen gelegt da oben. Unfassbar, echt. So, dann hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig da hinkommen und das noch alles irgendwie klappt mit dem Fangen jetzt. Falsche Richtung. Hier wollten wir rein. Jo, und er schläft. Gott sei Dank. Das war schon mal Gegner Nummer 1. Waffenwechsel auf Donnerwaffe. Und dann geht's Richtung Mitsuzu, ne? Also. Ja, das war schon ein spannender Kampf bis hierhin. Ich hoffe, jetzt kommt der entspannte Part. Aber wir werden sehen. So, wo treibt sich dieser Mitsuzune rum? Ach, direkt vor unserer Nase. Ja, das ist gut. Der Jyratodus hat den Ort verlassen. Und da ist der Mitsuzune. Und der Mitsuzune will schon wieder woanders hin. Aber gut, bei Doppeljagden, die haben wenigstens den Vorteil, dass sie die Vögelchen dann auch schön hochstecken. Im Laufe der Zeit. Ja, schrei du mal, schrei du mal. Ist schon okay. So, ich darf bei ihm auch nicht mehr sterben. Das heißt, ich sollte jetzt mal möglichst schnell hier einen Heiltrank benutzen. Boah, das war echt schon wieder viel zu knapp eigentlich. Ach, ja, komm. Ich sehe nichts. Was geht hier schon wieder ab? Boah, das war knapp gewesen. Haben wir hier noch irgendwo so ein Käferchen rumhängen? Oder haben wir den gerade schon irgendwann mitgenommen? Wow. Und ich kann dich jetzt nicht reiten nach dieser Attacke. Das muss doch ewig viel Schaden bei ihm gemacht haben. Nee, so war es auch irgendwie nicht gedacht gewesen. Ach so, ich habe hier schon wieder den Seifenblasen-Debuff auf mich drauf. Nicht so richtig mitbekommen. So, jetzt aber nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe ihn schon wieder drauf. Er macht auch ganz schön viele Seifenblasen gerade. Und ganz schön viel Schaden. Ey, sag mal, du machst ja nur noch Seifenblasen.
Sicher ist sicher. Sag mal, ey, im High Rank seid ihr alle so furchtbar anstrengend, ja? Warum? Warum tut das Note, mein Freund? Also, jetzt können wir ihn tatsächlich reiten. Gut, er steht hier schon schön vor der Wand. Dann nehmen wir noch die rechte Wand hier. Bam! So, wir landen hier mal irgendwie am Kopf. So, irgendwas ist gebrochen. Und das sollte ihn auch ganz schön was gekostet haben. Wo sind wir? Wo ist er? So, jetzt könnte er mal langsam das Gebiet wechseln, oder? Oh ja, die nehmen wir gerne mit. Hallo, jetzt ist doch mal hier. Jo, dann können wir uns hier nochmal voll durchbuffen, wenn gerade eh das Heilpflänzchen hier steht. So, jetzt hoffen wir mal, dass es einigermaßen schnell hier zu Ende geht mit dem Kollegen. Ist auch nochmal ein Lebensvögelchen. Was schwimmt da noch rum? Der Sonderkant oder wie? Ah ja, die verhauen sich auch gerade, das ist gut. So, welchen müssen wir hier überhaupt reiten? Den Sonderkant, dann machen wir das doch gerne mal. So, sehr schön. Und wenn ihr ihn jetzt gleich zum Schlafen bringt, ich muss dran denken, ich habe Fassbomben dabei. Falls wir soweit kommen. Ja, genau. So, und es könnte sein, dass er ihn jetzt einschläfert. Oh ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt packe ich hier zum ersten Mal mal meine drei großen Fassbomben aus. Habe ich mal eigentlich keine Mega-Fass. Ja gut, wenn natürlich der Sommerkant ihn hier direkt wieder aufweckt, dann ist das mal alles für ein Popo. Mache ich eigentlich keine Mega-Fassbomben dabei? Warum nur große? Müsste ich vielleicht nochmal überarbeiten, das Setup. So, erstmal wieder auf die Heiltränke zurückswitchen. Bevor hier noch größere Katastrophen passieren. Ich wusste, dass ich irgendwann wieder so ein Ding abkriegen würde. Er macht sich für irgendwas Großes bereit. Ah ja, genau. Stop things coming, dann kommt hier immer sein Wasserstrahl. Oh, das war nice gewesen. Aber er bedankt sich auch direkt dafür. Ja gut, dass der Strahl so weit runterkam. So, genau, wir können auch mal hier am Land weiterkämpfen, oder? Ah, meine Ausdauer erholt sich nicht so schnell, weil ich einen Wasser-Debuff drauf habe. Da wäre eigentlich mal die richtige Zeitpunkt für eine Nullbeere. So. Und auch nochmal komplett drüber. Und er liegt. Oh, und ich habe keine Ausdauer. Ich muss... Nein. Oh, danke, Kätzchen. Danke, dass du mich geheilt hast. Ich meine, er hat mich auch so gerade eben nicht getroffen.
Aber das hätte auch anders ausgehen können. Boah, ey, war das gerade knapp gewesen und er hat sich abgelegt. Und er hat sich nochmal abgelegt, kriegst halt noch einen Demon Dance ins Gesicht. So, jetzt muss ich langsam mal gucken, dass ich wieder zur Ausdauer komme. Okay, er ist fangbereit. Das werde ich definitiv auch tun, ja. Also bevor ich jetzt hier noch ein unnötiges Risiko eingehe und die Quest noch verkacke kurz vor Ende, scheiße ich noch darauf, den Schwanz abzuschlagen. Am besten legt er sich sogar kurz schlafen, wenn das hier sein Schlafgebiet ist. Nee, anscheinend nicht so richtig. So, aber vielleicht kannst du mal hier hinkommen. Oh, ich wollte gerade sagen, hat er jetzt meine Falle kaputt gemacht, aber die liegt noch da. Man sieht sie britzeln und ich bin sehr weit weg. Oh, so weit weg wollte ich gar nicht. Zieh durch. Oh, Gott sei Dank. War das eine Scheiß-Quest, Leute. Beim Zimnogro schon zweimal gestorben, da die ganze Zeit mega Schiss gehabt, dass es mich noch voll zerlegt. Und, boah, bei Mitsutsune wäre es tatsächlich auch noch einmal fast gescheitert. Wobei natürlich der Mitsutsune nicht ganz so stressig ist wie der Zimnogro. Aber auch da, wenn man weiß, man darf nicht mehr sterben, und der Druck entsprechend hoch ist, ist das nochmal immer eine besondere Herausforderung. Gut, aber wir haben es geschafft. Meine Fresse, ey, was für ein Kampf. Und jetzt kommen nur noch so Doppeljagden. Jo, ja. Gut, aber es ging jetzt doch noch schneller als gedacht, ne? Also nach dem Zinnogre war es schon irgendwie über 20 Minuten um gewesen. Da ging jetzt der Mitsutsune quasi richtig schnell. Nichtsdestotrotz sind wir hier wieder am Ende der Folge. Wenn niemand mehr was von uns will, was niemand möchte, also sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin.